Guten Tag, ihr Wahnsinnigen. Willkommen wieder zurück zu Call of Cthulhu. Wir sind immer noch im Anwesen der Hawkins in Charles Hawkins Büro. Haben das Amulett von Relier gefunden, beziehungsweise den Schlüssel, und geben ihn jetzt mal Drake, damit er uns sagen kann, was wir damit anstellen sollen. Ah, it's you again. Jetzt frage ich ihn mal. Die Antwort konnte ich ihm gar nicht geben. What is the Hier. True nature of the Necronomicon? I see that you are interested in my precious book. It is the definitive book of knowledge of the occult, Mr. Pierce, written by Abdul Al-Hazred. It is the answer to many a question. That is why it's so highly valued. Yes, and even though it is a copy, given to me as a gift by Professor Armitage of Miskatonic University, the work remains very powerful. I understand better why you keep it in a safe. Oh ja. Das sollte man nicht leicht fertig aus der Hand geben, das Buch. I think I've found what we're looking for. Let me see that. Yes, that's it. It's perfect. We are saved. I must tell Mrs. Hawkins. Yes, do that. Okay, 1 CP. Kann ich den Punkt auch noch gleich ausgeben? Darkwater, hier ist noch was neu. Okkult. Ach, das Amulett. Der Schlüssel von Relier. Hinweise. Auch wieder. Okay, dann geben wir das mal Sarah Hawkins, beziehungsweise zeigen es ihr und sagen, hier, this will protect you. Hallo, schöne Frau. I have it. It's a strange amulet. I hope it will protect you, considering that nothing will help you change your mind. You must understand. I already went too far. What have you seen that's so terrible you convinced yourself that you had to risk so much? I can't tell you now. This story is going to end badly. Yes. Chief West is here with Sullivan. Bradley. You take care of Sarah. I will deal with them. You sure? All right. I've been hearing about you a lot lately. You seem to enjoy causing trouble. Nice job, Chief. You got me. Great police work. You can try to play smart with me all you want, Pierce. Witnesses have identified you as the one who set fire to Riverside. Witnesses? How convenient. That's not the whole story, is it? I don't care about your stories. Save them for the judge. You know, us cops, we base our investigation on facts and testimonies. You might want to try that next time. You bet I will. Wären wir etwa eingeknastet oder wie? Polizeirevier Darkwater, Kapitel 10. Dank Algernon Drake hat Pierce ein Amulett erhalten, das Sarah Hawkins gegen die Verlockungen, die bösen Mächte beschützen soll. Gegen die Verlockungen der bösen Mächte beschützen soll. Die Malerin sprach von ihrem Wunsch, den Dimensionsschlüffer aufzuspüren und zu töten, um so für ihre Sünden zu büßen. Bevor Pierce sie aufhalten konnte, wurde er von der Polizei verhaftet. You know, I've heard a lot about you, Mr. Pierce. All good, I hope.
It appears that you've been involved in a variety of misdemeanors since your arrival on Darkwater. Entering private property twice, aggression, insulting behavior, and to top it all, arson. Ach, wegen dem Feuer, ja, es ist ein Feuer dann ausgebrochen im Riverside-Institut, als wir gegen Charles Hawkins gekämpft haben. Bin bereit zu kooperieren, die Wahrheit hat ihren Preis, sie sind nicht in der Position, mich zu belehren. Bin bereit zu kooperieren, die Wahrheit hat ihren Preis. In my line of business, we are obliged to overstep certain limits. We're not just talking about illegal surveillance. You were being accused of serious crimes. There's nothing serious in what you've said. And you've got no proof that I started the fire. Don't you worry. I'll find some. You're going to waste time and effort on me while terrible things are happening on this island. Yeah? So what's going on that I don't know about? Ob er schon bereit ist? Für die Wahrheit? Fuller ist nicht so unschuldig, wie er aussieht. Es hat keinen Zweck, meine Zeit zu verschwenden. Der Fall Hawkins ist nicht abgeschlossen. Ein gefährlicher Kult treibt sein Unwesen. There's a bunch of fanatics who are attacking this island's most ancient beliefs. I suppose these are the ones who desecrated the statue of St. Brendan. While I'm looking at a man who burned down a hospital. Influential people from your community are part of it, operating in the shadows. You got a real imagination, detective. There was a tunnel leading to their hideout under the Hawkins mansion, but it caved in. Oh, how very convenient. Right. Enough time wasted. Come on, I'll show you to your new residence. I'll be back later to ask you some questions. I hope that you'll make the right choice and confess to everything. It would be as unpleasant for you as it would be for me if I had to adopt more advanced questioning. I have no doubt about that. Good night, Mr. Pierce. Okay, ich habe also keine Gesprächsoption mehr mit ihm. Hätte ich wahrscheinlich doch die andere Antwort wählen sollen. Weiß ja nicht, wie viel ich mit denen reden kann. The truth seeker. We meet at last. Who's there? Was zum Henker? Es regnet in meiner Zelle? Oder im Oh Gott! Oh nein! Abstand halten! I am the one men named Leviathan. Not because of the scale of my terrestrial form, but as a reminder of the immensity of my knowledge. Which I came to share with you, human. Do not struggle. You will not be able to speak or escape my influence. Okay. Versuchen zu sprechen, wehren, unterwerfen. VST-Bedingungen gültig. VST wahrscheinlich Verstand. Wollen wir ihm... Ich glaube nicht, dass er uns irgendwas Böses will. Schwierig zu sagen. Er heißt Leviathan, nicht Cthulhu. Er ist also eine andere Gestalt. Okay, kooperieren wir mal. Mal gucken, was passiert. Your mind has begun to expand. Your dreams have been gently shepherded by the being they call the Oracle. But it is your curiosity and your fate that have led you up to this moment. You are here to accept the knowledge and follow the path that leads to your freedom. This is an offer that the likes of you, particularly those with such rare characteristics, cannot refuse. The more you bend your human spirit to make it able to receive the truth, the closer you will come to embrace his power. Where
here is the Oracle, Truth Seeker. Would you like to see her? Also das Wissen annehmen könnte uns auch wahrscheinlich weiterhelfen, gewisse Dinge zu erfahren. Aber die Frage ist, ob dieses Wissen natürlich auch seinen Preis hat und was uns das am Ende kosten wird. Orakel, er meint damit Sarah Hawkins. Möchtest du sie sehen? Wissen annehmen. Where is the Oracle? Is she not the very object of your quest? I'll let you see for yourself. But do not forget. Your fate has already been written. Our paths shall cross again, Truth Seeker. You know the risk, Sarah. If you happen to use your powers again, you may lose more than your life. It is not about me, but innocent lives. I hope that your sources are reliable. The bootleggers have the painting. If the dimensional shambler is to appear, he will do it here. The shambler! I knew it! No! Not again! Algernon, come back! Wir sind jetzt in der Haut von Sarah Hawkins. Okay, hier geht's ins Wasser. Tagebuch konsultieren. Hier, das können wir nicht anwählen. Darkwater. Orte. So, Polizeirevier, ja klar. Inventar. Sturmlampe. Okay. Wir müssen den Schlurfer finden und Drake ist schon vorgegangen. Where is Algernon? And the Shambler. Da hinten sind Leute. Da liegt jemand tot. No way back. They're dead. They all dead. How many are there? Sind das die Leute vom Kult? Warum sind die tot? Da unten dringt Licht raus. Da ist das Bild. Gut, da ich jetzt schon mal weiß, dass es da ist, werde ich es auch gleich inspizieren, aber zuvor gucke ich mich nochmal um. Der Schlurfer sie getötet hat? Wäre eine Frage. Algernon, come.
beast is within our reach. Are you sure you want to do it? Let's go. Quickly, come with me! Aber warte doch mal, das Bild. I'll never forgive myself for this painting. Ja, was hast du nur getan, Sarah? How do we kill it? The Shambler can open breaches between dimensions. He uses glyphs as anchors to stay in our world. Then I must destroy these glyphs. Exactly. How can I find them? I will make the glyphs visible so you can revoke them. By doing so, this zone will be protected by a barrier. Perfect. Stay inside the shield. I'll create the protective barrier. Get back inside it as soon as you sense the slightest danger. Okay, die erste Glyphe finden und zerstören sollte. The first glyph must have appeared somewhere on the floor. Okay. Symbol, Sarah. It should react to the light if you use your lamp. Ist ja die Frage, wo es halt ist, ne? The first glyph must have appeared somewhere on the floor. Sarah, it should react to the light if you use your lamp. Meine Lampe ist gleich leer. I need some oil. The first glyph must have appeared somewhere on the floor. Da ist er durchgegangen. Hier, achso, das Öl. Okay, dann gucken wir nochmal den Boden ab. Hier leuchtet was. Da. The glyph. I can't move it. Is it acting against me? The ritual is working. Don't worry. It's just until I ward it off. Oh no. The Wanderer is back. The glyph is ready, sir. Run! The second symbol has been revealed. You know what you have to do, Sarah. Okay, das erste Symbol haben wir schon mal. Zweite Glyphe finden. Okay, wenn es so ein bisschen Licht abgibt, die Glyphe, dann sollte ich sie auch erkennen. The second glyph must have appeared. Let's press on. Okay, da komme ich nicht rein. Das heißt, nur in dem Areal. That is what I'm doing. Ja, eben. Stress nicht so. Konzentrier dich lieber auf den Kreis. Wir finden das Symbol schon, keine Sorge.
Where is it? Yes, if he catches up with you, try blinding him. Hä? Moment mal, ich habe ihn doch. Ich habe ihn noch geblendet, warum? Nee. Ich gehe erstmal Öl auftanken, ansonsten habe ich keine Chance. Ich kann sie auch erstmal wegstecken. Ich weiß ja, wo ich hin muss. Sekunde. War das nicht hier? Bin ich einmal im Kreis gelaufen, glaube ich. Das ist alles so verwinkelt hier. Falsch rumgelaufen? Hier geht's nur auf die andere Seite. Ah, hier war's. Da, schon wieder. Ich hab ihn noch geblendet. Das ist ja frech, dass er mich tötet. Trotz dessen, dass ich ihn blende mit der Lampe. Muss ich erst warten? Ich stand auch im Symbol drinne. Das ist gemein. Verstehe ich nicht. Blende ihn doch und danach. Dadurch wird er langsamer, aber tötet mich trotzdem. The second symbol has been revealed. You know what you have to do, Sarah. Hm. I have the impression the Shambler is trying to anticipate our actions. Ja, glaube ich auch. Must have appeared. Let's press on. Ich muss ja erstmal den Dimensionsschlupfer vertreiben. Let's move on. I move on. So. He's getting stronger and more aggressive. If he catches up with you, try blinding him. Okay. Hier kann er nicht mehr auftauchen, weil er die Glyphen dafür braucht. Das heißt, die dritte Glyphe. Oh Gott. Complicated.
I must breach the barrier to ward off the creature. Okay, I come right here. Oh no! It's all over. Release me now! Algernon! Done! Quickly! Bring him towards me! Na los doch. Das Gemälde benutzen. Entschuldigung, hab nicht gelesen. Jetzt. Alter Schwede, wir haben den Dimensionsschlurfer besiegt, aber das war jetzt nicht so der Mega-Akt, aber es war schon echt geil gemacht. Ich frag mich halt echt die ganze Zeit, warum die sich das Leben so schwer machen. Schmeiß doch einfach eine fucking Öllampe da drauf, damit das Ding abfackelt. Fertig, aus. Oder können sie das Bild nicht mehr zerstören? Das ist halt die Frage, die ich mir halt stelle. Oder bringt es nichts, wenn man das Gemälde zerstört? Das könnte natürlich auch sein. Gemeinsam mit Aragorn Drake hatte Sarah Hawkins den Dimensionsschlurfer nach einem heftigen Kampf endgültig zurückdrängen können. Dieser Kraftakt kostete sie allerdings den letzten Rest ihres Ich-Bewusstseins. Sie ist dem Ruf des Mythos erlegen. Sarah Hawkins. Why did she do it? Damn it. Gute Frage. Weiß es nicht. Did our guest enjoy our hospitality? Let me out of here. I'm warning you, Pierce. I want a short and clear-cut confession. Do you admit your guilt in the case brought before you? You don't have any idea what's happening on this damn island. Chief West, we got a problem. Damn it, not now. What is it this time? Captain Fitzroy, Chief. Some guys have ransacked Roy's bar. They went berserk, attacked the patrons, smashed the place up. It's chaos. This is only the beginning. Let me out. Let's go take a look. Tell Sullivan and Marshall to keep this one nice and warm till I get back. Are you stupid? Don't you understand? Anscheinend will er nicht hören. Those goddamn idiots. Gottverdammte Idioten. Ja, da sagst du was. Tagebuch konsultieren geht nicht. Okay, dann schlafen wir einfach mal eine Runde. Sind wir jetzt wieder in der Traumwelt? Scheint so. Truth Seeker. Er ist wieder da, Leviathan. I find you again. As promised, I come back to reiterate the offer of truth.
As your mind expands and finally understands the true nature of the world, your perceptions change. Are you ready to see your world and the ones that live in it as they truly are? Was? Zum Henker? Ich habe keine Ahnung, was das heißt. Hat das irgendwie eine Beeinflussung auf mein Gespräch mit ihm? Ich habe keine Ahnung. Das hier? Okay, ich bin interessiert an der Wahrheit. Okay. Das wird mein Schicksal beeinflussen. Warum versucht er nach Luft zu dringen? I never would have thought you so naive. It's all your fault. You could have stopped this whole thing. Your army buddies, the villagers, me. We're all in danger, as long as you're alive. Cat hat uns erschossen. Okay. I can't go to sleep. Keep having the same dream. Or should I say nightmare? That pain in my chest as if I was being skewered. Darkness, cold, silence. Then I wake up in a hospital bed alive. Whispers in my mind. I keep hearing it, and I don't know how long I'll be able to resist. Sehen wir quasi die Konsequenzen unserer Taten? Dom, what happened? Come, you'll want to hear what these two idiots have to say. This better be interesting. Seems like someone decided to grant you your deepest wish. A mutiny? Worse. They killed Chief West. What? And left his body in one of our warehouses. You're kidding. They're all yours. Which one of you is dumb enough to kill a cop and throw him on my doorstep? We don't know nothing. The dead body in my warehouse disagrees. We swear, miss, it's not us. I don't have time for this. Spill it. We've got nothing to do with it. Ich habe schlechte Laune. Was denkst du, Dom? Den rechten Mann schlagen, den linken Mann schlagen. Fragen wir ihn erstmal. Should I trust these two? They're scared as shit. What's more frightening than me? Good question. The captain? It's just a misunderstanding. Anyone can make a mistake. Shut up. Interesting. Let's go, Dom. Where is this workshop? I'll go with you. He must be talking about the old boat repair workshop. Release our friends, you bunch of pickeroons. Yeah, they've done nothing wrong. Apart from killing a cop on our turf. That's hooey. How do you know they killed him? Do you want me to settle it with some lead? Scurvy dog always threatening us.
quieten these lunkheads down before I shiv the lot of them. I'll take care of them. A bunch of liquor sponges aren't going to lay down the law around here. I'll take a look at this workshop. Join me when you're finished. Okay, jetzt sind wir in der Haut von Cat. Interessant. Aber an dieser Stelle mache ich erstmal Schluss und sage schon mal vielen Dank fürs Zusehen bei Call of Cthulhu. Also alles wird jetzt immer wahnsinniger, immer interessanter, alles schließt sich so langsam zusammen und wir kommen der Sache immer näher, was es denn mit diesen Geheimnissen und Geschehnissen auf Darkwater auf sich hat und ob wir das Alte erwecken werden, ob wir Sarah Hawkins Leben finden werden und was mit den ganzen Leuten hier auf Darkwater passiert, das werden wir erfahren in der nächsten Folge von Call of Cthulhu. Bis zum nächsten Mal.